Amity Gage, Unter uns das Meer. Michael und Juliet erfüllen sich einen Lebenstraum. Sie wollen mit ihren beiden Kindern ein Jahr lang um die Welt segeln. Für Juliet ist das eine eher schwierige Vorstellung. Michael dagegen findet das das Größte, was er sich überhaupt vorstellen kann. Und so werden schon die Vorbereitungen zu der großen Reise so ein bisschen zu einer Zerreißprobe für die Beziehung. Weil wie unter einem Brennglas die mini feinen Haarrisse, die sich in der Beziehung befinden, überdeutlich werden. Ich bin wahrlich kein Freund von Segelbooten und auch nicht von Büchern über das Segeln. Aber dieses Buch hat mich wirklich total gepackt. Diese universelle Herausforderung, dem Meer zu begegnen, gleichzusetzen mit der universellen Herausforderung, die eine gelingende Beziehung, die Existenz an sich, Ehe und Mutterschaft mit sich bringen, fand ich großartig. Ich würde diesem Titel den Untertitel geben, Atemlos durch die Nacht, weil genau so habe ich es gelesen. Ganz toll.